Moin und herzlich willkommen zur Asiga Ultra-Vorstellung. Mein Name ist Arne. Ich bin Björn. Wir zeigen euch heute ein paar Daten, Fakten und schöne Bilder zu dem neuen Flagship-Drucker von Asiga. Viel Spaß dabei! Das Gerät kommt auf dieser halben Palette aus Australien zu uns und hat die Abmaße von 485x615x799 mm, bringt ein Gewicht von 44 Kilo auf die Waage. Wir haben hier und hier zweimal eine Bebänderung, die haben wir jetzt schon mal entfernt. Ja, jetzt zeigen wir euch, wie man das anhand von 5 Schritten ganz einfach bei sich aufstellt. Wir starten mit den seitlichen Laschen, die können einfach zur Seite herausgezogen werden. Und dann kann der Karton einfach nach oben gezogen werden. Und wir sehen hier mittig ein Tray und ein Kaltgerätkabel. Dann ziehen wir einfach den Schaumstoff mal oben ab. Und der Drucker steht in einem Tragebehelf, den wir einfach nach oben hin rausheben können zu zweit. Damit kann der Drucker an den Aufstellungsort gebracht werden. Jetzt wird die Lasche entfernt. Und der Drucker kann zu zweit mit Hilfe eines Griffes auf der Hinterseite und beispielsweise von der Front dann auf den Aufstellungsort platziert werden. Genau. Jetzt sind wir im Prinzip auch schon fertig. Was befindet sich im Bauraum? Da ist auch noch eine Kiste. Im Bauraum ist die Zubehörkiste, die schauen wir uns jetzt an. Das Zubehör besteht aus einer Fokusplatte, einer Metallplattform, einer Schutzbrille, einem Werkzeugset und einem Netzwerkkabel. Der Asiga Ultra als Desktop-Gerät hat einen 4K-DLP-Projektor verbaut mit einer Pixelauflösung von 50 Mikrometern und dieser Projektor läuft bei 385 Nanometern. Die Baufläche beträgt 192 x 108 mm und in der Höhe können wir 147 mm drucken. Das System wird als materialoffen verkauft und Asiga selbst sagt, dass aktuell bereits 500 und mehr Materialien darauf verdruckt werden können. Das System hat eine Leistungsaufnahme von maximal 500 Watt und ja, als weiteres Feature sei vielleicht noch zu nennen, dass die Layerhöhe variabel eingestellt werden kann vom Nutzer und die Software selber die Belichtungszeiten und die Intensitäten daraufhin berechnet. Neben der manuellen Haubenöffnung ist auch ein Komfortfeature des Asiga Ultra die automatisierte Haubenöffnung. So kann man zum Beispiel mit Handschuhen den Harzwechsel durchführen, ohne die Haube oder das Gerät zu berühren. Ein weiteres Feature des Asiga Ultras ist die neuartige Infrarotheizung. Diese befindet sich unter dem Tray oder sogar unter der Glasplatte und ermöglicht eine zusätzliche Heizung neben der üblichen Heizung über einen Luftstrom. So kann Material deutlich homogener durchgewärmt werden, nicht nur von oben, sondern von unten. Man kann schnellere Aufheizzeiten realisieren und eine höhere Bauraumheizung bis hoch zu 70 Grad realisieren. Auch der neue Asiga Ultra hat eine sehr hohe Reproduzierbarkeit und hohe Druckstabilität. Das wird durch das sogenannte Active Layer Monitoring erreicht, auch bekannt unter dem SPS-Verfahren, das Asiga schon in dem Max verwendet hat. Im System sind 4 Kraftsensoren verbaut, die die Kräfte messen, die während des Druckprozesses entstehen. So gibt es zum Beispiel eine Separation Detection. Wenn ich also meine Schicht ausgehärtet habe und die Bauplattform nach oben fahren soll, merkt das System anhand der Kräfte sofort, wenn eine Ablösung erfolgt ist und stoppt dann, um einen schnelleren Bauprozess zu erreichen. Andersrum, wenn die Platte wieder eintaucht in das Harz und ich ein recht hochviskoses Harz zum Beispiel verwende, merken die Kraftsensoren sofort, wenn sich die Kraft gelegt hat und dann erst erfolgt die Belichtung. Ein großer Arbeitsaufwand stellte bisher immer die Kalibrierung der Metallplattform dar. Bei dem Ultra ist es so gelöst, dass sie bereits werkseitig kalibriert ist. Daher gibt es auch keinerlei Schrauben oder Möglichkeiten mehr, die Plattform zu kalibrieren. Jetzt wird die Plattform durch einen Elektromagneten in Position gehalten. Das Besondere an diesen Plattformen ist,
Sie sind auch dadurch, dass jetzt keine Kalibrierung mehr notwendig ist, austauschbar. Das heißt, man kann jetzt auch einfach mehrere Plattformen besitzen und diese austauschen. Damit der Drucker immer weiß, mit welcher Plattform er druckt, haben die Plattformen einen QR-Code eingelasert und eine Kamera nimmt den QR-Code auf. Bei dem ersten Start des Gerätes muss der Onboarding-Prozess durchlaufen werden. Das heißt, der Drucker muss zunächst bei ASIGA registriert werden, danach muss er in ein Netzwerk gebracht werden, ob über Kabel oder über WLAN, und die werkseitige Kalibrierung muss überprüft werden. Anschließend muss ein Name für den Drucker gewählt werden. Zur Verarbeitung des Geräts ist zu sagen, dass man auch hier wieder die gewohnt hohe Qualität von ASIGA erwarten kann. Sowohl mechanisch als auch elektronisch sind hier sehr hochwertige Komponenten verbaut. Das merkt man alleine schon, wenn man mal die Bauplatte in die Hand nimmt. Das ist wirklich ein sehr massives Teil, was sehr präzise gearbeitet ist. Auch die Linearführung ist sehr massiv und hochwertig ausgearbeitet und ausgelegt. Die verbauten elektronischen Komponenten entsprechen höchsten Qualitätsansprüchen. Optisch macht das Gerät, glaube ich, auch einiges her. Bleibt der ASIGA-Designlinie treu, aber ich finde, es ist noch mal ein bisschen moderner geworden. Wir haben vorne ein weißes Touch-Display, was auch recht einen sehr guten Kontrast hat und die Bedienung erleichtert. Der Baubereich der Metallplattform bietet ca. 15 Zahnkränze senkrecht gedruckt, möglich sogar in zwei Etagen auf bis zu 30 Zahnkränze in einem Druck oder flach 5 bis 6 Zahnkränze.